Ciao. Herzlich willkommen zu meinem ersten 15 Fakten-Video über mich. Bevor wir gleich mit den Fakten beginnen, hier noch eine kleine Info vorweg. Und zwar geht es um die Autogrammkarten, die ich im letzten Livestream verlost habe. Und zwar werde ich in diesem Video noch die Gewinner verkünden. Also bleibt dran. Fakt Nummer 1. Wann wurde ich geboren? Ich wurde am 20. Dezember 1996 geboren und bin damit jetzt zum Zeitpunkt dieses Videos 19 Jahre alt. Fakt Nummer 2. Mein Lieblingsessen. Ich esse eigentlich ganz gerne asiatisch, also so thailändisch, japanisch, koreanisch, aber am ganz allerliebsten esse ich Ramen. Fakt Nummer 3. Meine Lieblingstiere. Nun, ich mag eigentlich alle Tiere, die so ein bisschen katzenartig sind. Ich habe ja auch drei Katzen. Darf ich vorstellen? Miss Daphne, Mr. Miro und Buttercream. Nein, Spaß, ich habe natürlich drei echte Katzen. Ich blende euch hier schnell mal drei Bilder ein von ihnen. Diese Foto findet ihr ebenfalls auf meinem neuen Instagram-Account. Ebenfalls findet ihr diesen unten in der Infobox. Fakt Nummer 4. Meine Lieblingsfarbe. Nun, ich mag eigentlich fast alle Farben, außer Orange und Gelb. Einfach weil sie mir persönlich einfach nicht stehen. Aber besonders mag ich Blau und Grün. Fakt Nummer 5. Meine Hobbys. Also zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehören Schreiben, dann Lesen, was wegen des Berufes, den ich ausübe, auch sehr wichtig ist. Und natürlich Zeichnen, das mache ich auch sehr gerne. Fakt Nummer 6. Meine Lieblingsbücher. Ja, da gibt es eigentlich viele, aber wenn ich jetzt gerade zwei so nennen sollte, dann wäre das die Tribute von Panem, alle drei Bänder, und Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Ja, ich liebe natürlich historische Romane. Fakt Nummer 7. Spiele ich ein Instrument? Nö. Fakt Nummer 8. Dort würde ich gerne hinreisen. Nun, mich verschlägt es wahrscheinlich eher dann nach Asien. Besonders Tibet, Thailand und Nepal würde mich interessieren, aber auch Indien. Also es gibt ja ganz viele Länder, wo ich noch hin will, auch im Teil von Europa. Aber ja, die drei Länder, also Top drei Länder, sind wirklich Tibet, Indien und Thailand. Fakt Nummer 9. Meine Lieblingsmusik. Nun, ich habe mich da nicht auf ein Genre irgendwie festgelegt. Ich mag eigentlich alles. Außer Schlager oder so ländliche Musik, das mag ich überhaupt nicht, aber ich höre zum Beispiel eben so K-Pop, Pop, so Charts-Hits und ab und zu auch mal ja, ein bisschen Klassik. Fakt Nummer 10, meine Lieblingsband. Ja, auch hier gibt es viele, aber ich mag zum Beispiel auch Skillet, Big Bang oder New West. Fakt Nummer 11, meine Lieblingsfilme. Dazu gehören die Avengers-Filme, alle Fluch der Karibik-Filme und Baymax. Fakt Nummer 12. Meine Lieblingsschauspieler. Das sind Eddie Redmayne, weil er so wandelbar ist, und Amanda Seyfried. Na, los, Pex, mach ihn fertig! Ja! Ja, wer es jetzt gesehen hat, natürlich Pokémon. Und was ich auch noch sehr gerne mag, ist Child of Light. Ich Let's Play das übrigens. Ich wäre froh, wenn ihr das ansehen würdet. Ist nämlich ein ganz tolles Spiel. Und natürlich Assassin's Creed. Fakt Nummer 14. Meine Lieblings-YouTuber. Ja, momentan komme ich leider nicht so dazu, YouTube-Videos zu schauen. Also dementsprechend habe ich momentan auch keine Lieblings-YouTuber. Wer ich aber zwischendurch mal schaue, ist Alblali, Dire Victory, die Außenseiter oder Apple World Pictures. Fakt Nummer 15. Meine Lieblings-Animes respektive Mangas. Ich liebe Inuyasha, dann Pandora Hearts und momentan eben auch Fairy Tail als Anime. Mangas lese ich momentan nicht so viel, aber wer ich gerne gemocht habe, war Maid Summer und Bibliotheca Mystica. So, das war's mit dem 15 Faktenvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich jedenfalls für diese Fragen, die ihr mir gestellt habt, und ebenfalls, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Nun, ich blende jetzt hier dann gleich die Gewinner der Autogrammkartenverlosung ein.
In Zukunft werde ich die Bekanntgabung immer vorher zuerst auf Facebook verkünden und dann erst in einem Video mitteilen. Ja. Und des Weiteren wäre ich natürlich froh, wenn ihr mir auf Facebook, Instagram und Twitter folgen würdet, damit ihr eben zukünftige Informationen nicht mehr verpasst. Und ja, ich habe jetzt neuerdings Instagram und werde somit hier und da mal ein paar Schnappschüsse aus meinem Leben mitteilen. Nun, ja, das war es jetzt auch wieder schon. Wieder mit Sierra Amo oder von Sierra Amo, wer weiß. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!